Hallo, das ist herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Ich befinde mich hier in einer Online-Welt mit jemandem zusammen, und zwar dem Minecraft-Spieler DeProg oder auch eher bekannt als Scraptix. Hi! Hallo Leute. Jo, und Scraptix ist heute dabei, denn er hat den Musikgenerator, den ich einst vorgestellt habe, modifiziert und ein bisschen umgebaut. Und ja, willst du was dazu sagen, was das genau jetzt ist? Ja, also vielleicht kennen das die meisten sogar schon von der Einsendung letztens, wo man so Melodien und Chords an- und ausschalten konnte. Oder das waren, glaube ich, so Lead-Parts vor allem. Genau, Das die Ganze habe Einsendung, ich die ihr einfach. Sonntag hattet auf dem Kanal. Wahrscheinlich, ja. Habe ich nicht so im Kopf. Ich habe das Ganze auf jeden Fall schon vor längerer Zeit auf deinen Musikgenerator drauf gebaut. Das andere sind, also die Modifizierungen sind einfach so nach und nach aufgebaut. Hier hinten ist das Original. Schauen wir uns jetzt ja nicht so an, das kennt man ja. Hier habe ich dann zum ersten Mal mit Hebeln das so gebaut, dass man halt man ausschalten kann. Das heißt, hier kann man quasi Patterns. Das können wir mal ganz kurz machen. Ich schalte mal kurz. Oder kannst du es einmal anschalten? Dann sehen wir, wie es funktioniert. Hier ist der grüne Schalter, der macht das wahrscheinlich an. Und dann muss ich mal selber gucken. Schlagzeug, Percussion an und aus. Kann man dann hier quasi regeln. Okay. Und Melodie aus. Was bedeutet dann? Jetzt genau, jetzt die Melodie aus. Keine Melodie. Machen Schlagzeug Percussion aus. Das dauert immer ein bisschen, ne? Das kommt immer zur übernächsten Periode, ne? Je nachdem, wann man das schält. Also es müsste eigentlich relativ schnell reagieren. Tatsächlich. Hm? Okay, gut. Und dann ist das, was wir jetzt dort quasi sehen, das Herzstück des ganzen Unternehmens hier. Genau. Also das ist dann halt die endgültige Version. Hier kann man reingehen und das Ganze soll so ein bisschen wie so ein DJ-Pult oder sowas sein. Oha. Ja gut, es hört sich ein bisschen krass an, so krass ist es dann doch wieder nicht. Sieht aber dafür doch schon ziemlich geil aus. Ja, willst du erklären, wie es funktioniert? Ich lass dich mal machen und ich guck mal ein bisschen zu und du sagst mal, was passiert. Also hier kann man den Musikgenerator an- und ausschalten. Dann kann man hier den Zufallsmodus an- und ausschalten. Also wenn der an ist, dann ist es quasi so wie das Original. Dann kann man auch hier wieder oben mit den Lampen die einzelnen Instrumente quasi an- und ausschalten. Und wenn man den Zufallsmode ausmacht, dann kann man selber hier mit den Knöpfen die ganzen einzelnen Patterns abspielen. Magst du das vielleicht einmal demonstrieren, dass wir uns das mal angucken können? Genau, das mache ich. Also ich mache den an und dann wähle ich zum Beispiel einfach mal das Thema hier aus, hier die Melodie und die Chords. So. Also kann man quasi selbstständig dann was machen. Die Leiter bedeutet immer was? Das ist leider ein kleiner Fehler in der Schaltung. Eigentlich kann man, also warte mal, ich mach den mal kurz aus. Man kann hier jetzt immer, gelb ist die Melodie und blau sind die Chords und schwarz ist das Schlagzeug. Und eigentlich kann man jetzt hier immer umschalten, das heißt immer nur eine Lampe kann aktiv sein. Ich sehe schon, cooles Toggle. Aber eigentlich müsste man auch immer mit dem gleichen Knopf, wo die Lampe gerade an ist, wieder ausschalten können. Da, wo die Leiter oder der Blumentopf ist, funktioniert das nicht aufgrund irgendeines Bugs. Ich habe keine Ahnung. Das ist eigentlich alles komplett gleich gebaut. Es könnte irgendwas mit Bud oder so zu tun haben. Ich könnte mir vielleicht die Nummer angucken. Aber es ist ja nicht so schlimm. Dann muss man halt irgendwie anders schalten. Und da kann ich dann quasi selbstständig einstellen, wie die Melodie ist. Und der Zufallsmodus ist dann einfach, es wird dann so, wie es halt in meinem da ist, per Zufall ein- und ausgeschaltet. Genau. Und dann kann ich noch hier, ja, aber ich meine, das ist so mal ein DJ-Pult. Das ist aber sowas von DJ-Pult hier. Das heißt, das ist mega, mega cool und vor allem ästhetisch auch schön. Das sieht gut aus. Also zum Beispiel hier, machen wir nochmal das Thema an. Ich höre das zwar nicht so ganz gerade, weil Discord ist ein bisschen komisch, aber... Das ist kein Problem, ich höre es. Man könnte jetzt, ich glaube, was so einigermaßen zusammenpasst, ist das hier. Meine Stimme war gerade weg. Geht's? Alles gut. War ein kleiner Fehler von mir. Sonst cutte ich das im Notfall raus. Also,
Was ich sagen wollte, ist, meine Stimme war irgendwie gerade abgerissen. Es gab ein Problem in Okay. der Übertragung. Also, ich weiß gar nicht, wann ich die abgerissen habe. Wann war ich weg mit der Stimme? Irgendwann ab da, wo du es selber ausprobiert hast. Okay, also, was ich sagen wollte, als ich selber ausprobiert habe, war mehr die Tatsache, dass das tatsächlich eine coole Sache ist und dass es tatsächlich ein DJ-Pult ist und man das als DJ-Pult benutzen kann und es nicht schlimm ist, wenn man mal was Falsches kombiniert miteinander. Ja gut, ich meine, man kann ja alles kombinieren, was man will. Das hängt dann ja nichts hier mit dem Generator zu tun, sondern eher mit dem, der es halt bedient. Also ich habe das, was ich vorhin ausprobieren wollte, war halt mir ein paar Mal aufgefallen, zum Beispiel, dass das hier und das hier ganz gut klingt oder irgendwie war es, glaube ich, waren es, glaube ich, die Chords und die Melodie hier oder sowas. Also zum Beispiel das erste Pattern klingt ganz gut mit dem hier zusammen, aber das zweite Pattern klingt eher weniger gut mit dem zusammen. Das ist aber auch unterschiedlich. Das muss man probieren, geht über Studieren, ne, würde ich sagen. Und da Ja, kann man genau. selber mal, vielleicht kann man ja zum Beispiel die Chords ausschalten für einen Moment, wo man dann nur die Melodie spielen lässt. Wir haben quasi hier ein DJ-Pult in Minecraft. Und die letzte Frage, die ich gestellt hatte, bevor dann der Ton abgerissen ist, war, gibt es das Ganze denn zum Download? Also wahrscheinlich ja, ne? Könnte ich machen, ja, wenn die Gut. Leute Lust drauf haben. Ah, und ich wette, dass die darauf Lust haben. Jeder möchte gerne selber mal hier seine Hand anlegen und nochmal selber hier probieren. Ich würde sagen, das machen wir wie folgt. Du wirst es bestimmt nochmal auf deinem Kanal vorstellen und ihr findet in der Videobeschreibung einen Link zu Scraptics Kanal. Dort könnt ihr einfach mal draufgehen und vorbeigucken und in dem nächsten oder übernächsten Video, was dann bei dir kommt, gibt es dann das Ganze hier als Download. Machen wir es so? Genau, das machen wir so. Okay, gut, dann mit einer warmen Empfehlung von mir mal vorbeizuschauen, weil ich hatte selber mal auf deinem Kanal geguckt und ich fand das ganz cool, da du sehr ausführliches Redstone-Tutorial gemacht hast. Da war wirklich so eine Stunde, wo du alle grundlegenden Redstone-Mechanismen erklärt hast. Liege ich da richtig, ne? Ja, genau, das stimmt. Genau, und Da. das hatte ich mir teilweise angeguckt und fand das tatsächlich recht gut und kann das, by the way, auch nochmal hier so aus meiner Sicht als Redstone-Nerd empfehlen. Okay, cool. Danke. Jo, und ansonsten vielen, vielen Dank für diese großartige Modifizierung. Ich glaube, da hast du was Cooles mit meinem Musikgenerator gemacht und hast ihn um einiges verbessert. Ich selber werde mir gleich den mal nehmen und rumprobieren. Und ja, ansonsten, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Warte, ich stelle mich nochmal so neben dich. Und macht's gut, bis bald und du sagst es. Ciao.